begrüße Sie, meine Damen und Herren. Sie sehen, es ist eine Live-Sendung. Wir können die Verständigung auch per Handzeichen hinkriegen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, liebe Gäste, liebe Freunde des Linken Forums, verehrte Anwesende und Akteure des heutigen Nachmittags. Eugen Drewermann wird ausgezeichnet. Und ich meine, wir waren alle der Meinung im Linken Forum, er kann mit Fug und Recht als herausragender und wirkungsvoller politischer Aufklärer bezeichnet werden. Wir werden das gleich erleben. Der wie Arno Klönne nicht hochtrabend, nicht abgehoben redet, sondern für jeden verständlich, die oder der das will. Ebenso wie Arno Klönne teilt er die politischen und gesellschaftlichen Ziele und Vorstellungen oder Visionen, nämlich Souveränität und Selbstbestimmung jedes einzelnen Menschen, und Wertschätzung dessen Arbeit und Lebensleistung, Solidarität und Achtung untereinander und zwischen den Völkern, Gewaltfreiheit gegenüber Menschen und Tieren. Sie werden gleich Näheres, denke ich, dazu hören. Auch die Auseinandersetzung mit etablierten, mächtigen Institutionen wie etwa der katholischen Kirche, aber auch etablierten Parteien haben beide nicht gescheut. Beide waren, etwas pathetisch formuliert, Kampfgefährten in jeweils unterschiedlichen Zusammenhängen und Netzwerken, glaube ich, sagt man heute. Kürzlich wurde ich konfrontiert mit einem berühmten Satz von Antoine de Saint-Exupéry: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Ergänzt gilt dies meines Erachtens auch für den Ansatz und die Arbeit von Eugen Drewermann, nämlich sehe mit Herz und Verstand, mit voller Empathie einerseits und dem Wissen andererseits um die gesellschaftliche Bedingtheit und Bindung jedes Menschen als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Professor Dr. Peter Eicher, jetzt nochmal mit vollem Titel, Theologe wie Eugen Drewermann. Gemeinsam mit seiner Frau hat er das Hilfswerk Stern der Hoffnung, AIDS-Hilfe international, gegründet. Meines Wissens, nein, das weiß ich jetzt genau, das hat er mir heute gesagt, ist er erst kürzlich auch noch ziemlich erkältet und angeschlagen von einer Mission aus Afrika zurückgekehrt. Beiden ganz, ganz herzlich willkommen und schönen Dank, dass Sie gegen die Krankheit so erfolgreich angekämpft haben. Die Musikerin und Schauspielerin Anna-Peter Steiner hat uns bereits in 2018 überzeugt mit der Intensität ihrer musikalischen Darstellung. Ihre Lieder beziehen sich direkt und unmissverständlich auf die demokratische Bewegung im Lande und deren Liedgut sowie kämpferische Tradition. Es ist auch Anlass, Danke zu sagen, und das möchte ich jetzt hier tun, nämlich meinen Freunden des Linken Forums, die engagiert an der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung mitwirkten und mitwirken werden. Stellvertretend nenne ich Berthold, der sich um die Bilddokumentation kümmert, nein, die Tondokumentation. Carsten steht hier vorne an der Kamera. Und Juliane, die uns so gut finanziell unterstützt, sodass wir da also nicht ganz in utopische rote Zahlen hinein manövrieren. Ganz herzlichen Dank auch an die Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Ganz besonders danken möchte ich aber Dr. Ulrich Gaussmann, auch mal mit Titel. Herzlichen Dank, Uli, da sitzt er, denn ohne seine Anregung, ohne seine Hinweise, ohne sein Engagement, ich glaube, das zugespitzt sagen zu dürfen, gäbe es diese Veranstaltung nicht. Herzlichen Dank, Uli, dafür. Mein Dank geht auch an die Schule, die städtische Schulverwaltung, die SV und nicht zuletzt an den Hausmeister, Herrn Glöde, der allerdings jetzt gegangen ist und wir können leider die Fenster nicht öffnen, auch wenn die Luft hier nicht so prickelnd gut ist. Tut mir leid. Aber insgesamt sonst eine recht hervorragende, gute Zusammenarbeit. Last not least mein Dank auch an die Pressevertreter, einige sind noch hier, die unsere Arbeit, die Visionen und Forderungen in die Öffentlichkeit tragen. Es hat vor Beginn dieser Veranstaltung schon ein Pressegespräch stattgefunden. Die Kollegin von Radio Hochstift hatte noch andere Aufgaben. Also wenn Sie interessiert sind, das Ganze nochmal komprimiert zu erleben, schalten Sie Radio Hochstift ein
Und damit endet erstmal der Werbeblock. Ich danke Ihnen und erräume diesen Platz. Mauern gefallen. Aber weder die politischen noch die ideologischen Mauern fallen einfach von selbst. Sie fallen immer dann, wenn ihre Erbauer am Ende sind. Am Ende sind die Konstrukteure der politischen und der ideologischen Mauern selbst am Ende. Sie fallen ihren Mauern zum Opfer. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einleitung und die Einladung. Ich war allerdings nicht auf Mission in Afrika. Das Gegenteil ist der Fall. Die Mission hat vieles von dem verursacht, was wir durch Paramedizin und vieles anderem versuchen, ein bisschen aufzuhellen. Heute am Tag der Deutschen Einheit fällt hier in Paderborn eine Mauer. Diese Mauer hier war härter als Beton. Sie bestand aus lauter religiösen Dogmen. Heute wird Eugen Grevemann in Paderborn als Person geehrt. In dem Gebäude, in dem Friedrich von Spee gelehrt hatte, hier. Und aus dem er als angeblicher Heretiker verjagt worden war. In dem Gebäude also, in dem Eugen Grevemann 10 Jahre lang doziert hatte. Hier. Und aus dem er 1989 als Heretiker vertrieben wurde. Man kann sagen, dass Friedrich von Spee zwar heute noch nicht heilig gesprochen ist, aber als Dichter, als Aufklärer der Hexenprozesse, 100 Jahre vor der Aufklärung. Und als therapeutischer Seelsorger darf man ruhig sagen, dass er selig war. Auch Eugen Grevemann erfährt inzwischen tatsächlich schon vor seinem Ableben öffentliche episkopale Rehabilitation. Und nun auch noch diese Auszeichnung. Er wird auch nicht heilig gesprochen werden können, dazu ist er ein zu guter Schriftsteller. Dass er jedoch selig zu leben und zu wirken versteht, ist inzwischen sogar in Paderborn bekannt. Die Verleihung des Arno Klönne, der Arno Klönne-Auszeichnung, gilt dem Pazifisten, dem Kritiker des hegemonialen Kapitalismus und dem Vordenker der Grünen Revolution, der Jugend. Sie gilt nicht nur dem Werk, sondern sie gilt auch der Person, die auf ganz seltene Weise im Einklang mit ihrem Werk lebt. Das Werk adäquat zu loben, in weniger als einer Stunde auf einen Begriff zu bringen, ist wegen der Quantität seiner Werke schlechthin unmöglich. Die Person zu loben, was ich hier zu tun die unverdiente Ehre habe, ist dahin ganz einfach. Denn die Größe des Werkes geht aus der Einfachheit dieser Person, dieser unnachahmlichen Person, hervor. Man muss eigentlich sagen, dass die drei großen Phasen dieses immensen schriftstellerischen Werkes, das ich heute würdigen darf, dass es gar nicht dem Wandel zu verdanken ist, sondern dem konstanten Vertrauen des Geehrten in die leidenden Mitmenschen selbst. Seit 40 Jahren hat Eugen Grevemann in seinem ersten Impuls zuerst mal die inneren Zustände des römischen katholischen Christentums analysiert, dafür verurteilt natürlich, bezog er wie niemand zuvor die naturwissenschaftlichen Gesetze des Kosmos, der Biosphäre, auf unser freiheitliches Daseinsverständnis.
und konsequent dazu natürlich folgte die Analyse des kapitalistischen Zugriffs auf alle Güter dieser Erde und auf jeden Winkel jeder Seele in unserer Welt. Alle drei großen Phasen entspringen dem einfachen und man darf sagen, genialen Vertrauen, das Eugen Bremmermann jedem leidenden Wesen auf dieser Erde entgegenbringt. Vertrauen, dieses schwerste A, B, C. Hilde Domin formuliert hat, dieses Vertrauen ist die Wurzel der wohl schärfsten Kritik, die das Christentum in seiner klerikal verwahrlosten Form heute durch Eugen Bremmermann erfahren hat. Vertrauen auch noch in das Befremdlichste der Ergebnisse der exakten Natur- und Humanwissenschaften. Das ist der Notenschlüssel dieser spätromantischen Symphonie, die dieser Mann in Paderborn aus dem ganzen zeitgenössischen Wissen um die physikalische, biologische, anthropologische Entwicklung herauskomponiert hat. Dieses Vertrauen in die Natur und Humanwissenschaft ist vom ersten bis zum letzten Satz, den der heute Geehrte dazu geschrieben hat, der ganz strenge Schlüssel. Dieses Vertrauen ist der strenge Schlüssel, der dem religiösen, dem politischen und dem medialen Missbrauch von Fakten heute den Garaus macht. Dieses Vertrauen macht diesen Missbrauch unserer Sprache, unseres Glaubens und unserer politischen Vernunft den Garaus. Deswegen habe ich Jesus bleibt mit meiner Freude gespielt zum Eingang, weil da spüren Sie, was Vertrauen ist. Ganz einfach. Es geht ja gar nicht mehr einfacher. Das ist eine Kondensierung eines langen Kirchenlieds aus dem 17. Jahrhundert, das Bach in einem großen vierstimmigen Satz gebracht hat. Und man kann es gar nicht einfacher sagen. Es ist das Vertrauen in die Selbstheilungskraft der gedemütigten und erniedrigten Mitmenschen, die den Therapeuten Bremmermann, das muss man auch sagen, wie es ist, weltweit Anerkennung geschafft hat. In der Friedensbewegung, in der Umweltbewegung und im alltäglichen Kampf gegen das Totalitäre im Kapitalismus ist der ausgezeichnete Paderborner zum Hoffnungsträger geworden. Die Vielfalt des ganzen Werkes ist also aus dem ursprünglichen Vertrauen in die Vernunft, aus dem Vertrauen in die Heilbarkeit der psychischen Verletzungen, aus dem Vertrauen in die Widerstandskraft der ökonomisch Ausgebeuteten entsprungen. Es gibt zu denken, dass der Paderborner, der zunächst als eher klerikal eingestuft worden war oder sich auch selbst so eingestuft hat, inzwischen dezidiert links agiert. Seine angebliche Flucht in die Innerlichkeit führte in Tat und Wahrheit zum intensivsten Engagement in der Friedensbewegung und in der ökologischen Widerstandsbewegung. Ich habe den Spaß, Ihnen auch zu melden, dass meine Kinder in dieser Schule zensiert wurden. Eine Mathematikprüfung fand nicht statt, weil wir in Bonn waren, wegen den Cruise Missiles, mit Herrn Bremmermann und Herrn Brönner auch. Ja? Aber da haben sie dann eine Null gekriegt statt eine 6, aber sie waren so gut, haben nichts gemacht. Aber sie sind unvergesslich, sind stolz bis heute drauf. Ja. Die Tiefenpsychologie ermöglichte das Äußerste an Kritik der politischen Ökonomie. Seine angeblich larmoyante Kritik der USA hat aus der Sicht von heute leider mehr als recht erhalten. Es lohnt sich also, diese dreifache Konsequenz aus Eugen Bremmermanns souveränem Vertrauen in die Menschlichkeit und auch in die Ursprünglichkeit der von Gott geschenkten Freiheit
uns vor Augen zu führen. Erste Phase 1978 bis 1991, der Weg von der Angst zum Vertrauen. Das Milieu, in dem Eugen Brevemann aufwuchs, war geprägt von der Angst, für das Leid der Welt selber schuldig zu sein. Die christliche Schuldangst dominierte seit Augustinus die evangelische und katholische Auslegung der Schrift. Die Schuldangst gehört wesentlich zum Verhängnis der neueren Geschichte bis zum Ersten Weltkrieg. Dem Nationalsozialismus hat diese Angst die Welt in den Abgrund gerissen. In der projektiven Feindbekämpfung, es ist der andere, vor dem wir Angst haben sollen, bis heute werden die ökologischen und humanen Ressourcen der Menschheit verschleudert. Von Anfang an hat sich jedoch dieser junge Theologe auf die Kritik an dieser Angst spezialisiert, auf die Herausarbeitung einer Erlösung aus der Angst. Wie sie die alt- und neutestamentlichen Evangelien verheißen und wie sie in der romantischen Moderne sein großes Vorbild, Søren Kierkegaard, auf den Begriff gebracht hat, entweder oder. Entweder Angst oder Vertrauen. So wie es die Angst ist, die das Böse erst verstehen lernt, so ist es das Vertrauen in die Erlösung von ihr, die ein glückliches Leben wieder möglich macht. Die Konzentration auf diesen Kern der humanen Motivation in der menschlichen Psyche und in der Massengesellschaft hat den heute geehrten zuerst einmal natürlich zur umfassenden Selbstkritik des Klerus gebracht. Selbstkritik der hierarchisch-römischen Kirche. Sie hat aber auch das andere hervorgebracht, nämlich den immer wachsenden Entwurf von so etwas wie den, Immanuel Kant hat es so gesagt, Katholizismus rationalis, einen vernünftigen Katholizismus. Nämlich vernünftig geworden, gereift durch die psychoanalytische und durch die tiefenpsychologische Erweiterung. Ich denke, dass dieser Punkt der Vertiefung der Religiosität wissenschaftlich durchgearbeitet für die Zukunft bedeutender noch werden wird als die ungemein präzise Kritik am Missbrauch des Christentums durch die Funktionäre Gottes und durch ihre exklusiv männliche Hierarchie. Der entscheidende Punkt, der heute durch die Verleihung der Arno Klönne-Auszeichnung berührt wird, war damals von keinem einzigen Kleriker und von keinem einzigen Kritiker in Deutschland, des jungen Theologen, auch nur wahrgenommen worden. Ich habe es nicht einmal gelesen. Unser Paderborner Kierkegaard hat von allem Anfang an die biblische, die philosophische und die psychologische Analyse der Angst mit den grundlegenden politischen Themen der Gegenwart verbunden. Das hat niemand gesehen. 3 Jahre nach der Publikation der Habilitationsschrift, die Struktur des Bösen, das war also 1978, stellte er im tödlichen Fortschritt von 1981, also nur 3 Jahre später, die weltweite ökologische Krise vor. Das Buch liest sich wie die Fundierung der klaren und harten Reden von Greta Thunberg, wenn die Welt heute vor das Entweder-Oder steht. Nur 1 Jahr später erschien der Krieg und das Christentum mit einer bisher unerhört scharfen Analyse der militärischen Gewalt im christlichen Glauben. Und zwar evangelische und katholische Prägung. Das war mitten im gesellschaftlichen Krieg um den NATO-Doppelbeschluss und um die atomare Aufrüstung. Die fundamentalistischen Präsidenten Carter und Reagan wollten die Sowjetunion, wie sie sagten, totrüsten, örtlich, und enthaupten, damit die SS-20-Raketen im atomaren Erschlag gar nicht erst auf Europa abgeschossen werden können. Die Friedensbewegung bewegte damals in Bonn bis zu 500.000 Bürgerinnen und Bürger, die den Wahnsinn der neuen Rüstungspolitik Einhalt gebieten wollten. Kein Buch hat damals die christlich motivierte Aggression, die zur Aufrüstung führte, so präzise von den biblischen Wurzeln der Gewalt
über die militaristische Zwei-Reiche-Lehre der evangelischen Kirche bis zur aggressiv und militaristischen Antikommunismus des römischen Katholizismus durchgearbeitet, wie dieses Buch, Der Krieg und das Christentum. Sie müssen sich mal vorstellen, es gab damals noch kein einziges kritisches Buch über die Gewalt des Monotheismus. Das begann 20 Jahre später. Das ist jetzt in aller Munde und auf uns Sloterdijk, über Aspern und so, das ist durchgearbeitet. Das gab es damals nicht, aber das steht ja alles bei Treffelmann da. Und das hatte damals niemand gesehen, das hat sie nicht interessiert. Die römische Hierarchie hat auf die Analysen der projektiven Folgen der von ihr verbreiteten Angst, also Feindbildung, Rüstungswahnsinn und so weiter, gar nicht reagiert. Sie hat auf etwas ganz anderes reagiert. Nämlich der Privatdozent Treffelmann hat auf der Hecke hier verlangt, dass wiederverheiratete Geschiedene die Sakramente empfangen könnten. Du mein lieber Trost. Ich habe gedacht, war der Vergleich zusammen, als ich das hörte. Und er hat darauf hingewiesen, dass man auch katholisch ungeschieden sein kann und dabei fröhlich. Es war wirklich unerhört. Also ich weiß noch, was ich selber erschrocken bin, als ich hörte, dass er solche Dinge gesagt habe. Ich habe um sein Leben gefürchtet. Das war der Skandal. Wichtiger als der... Wichtiger als der Friede und als die Bewahrung der Schöpfung war und ist der klerikalen Hierarchie ihre eigene sakramentale Macht über jeden Körper und über das Gewissen aller Menschen und über alle Frauen. Es versteht sich, dass diese Periode nur abgeschlossen werden konnte mit einer fundamentalen Kritik des Klerus an sich selbst. Also Kritik an dem, wie der Klerus das Vertrauen zu Gott in die Angst vor Gott verwandelt und dabei existenziell selbst zugrunde geht, jetzt gerade massiv. Das Buch Die Kleriker hätte alle verstummen lassen müssen, die seinem Autor vorwarfen, selber klerikal zu handeln und zu schreiben. Es hätte übrigens auch vieles verhindert, was unter mir jetzt entsetzlich leiden und vor allem die Täter leiden, ohne dass die von der Kirche etwa christlich in die Arme genommen würden. Einfach raus, weg, Feindbild. Biografisch lässt sich das Ganze auch verstehen, heute, hier. Nämlich Eugen Treffelmann und Arno Klönne erhalten heute beide die Ehrung für den Widerstand gegen totale Gewalt. Kurz vor der Machtergreifung der Nazis wurde Arno Klönne 1930 in Bochum geboren. Das liegt 32 Kilometer entfernt von Bergkamen. Und 1940 Eugen Treffelmann das Licht einer verfinsterten Welt erblickt hat. Beide sind von katholischen Müttern geprägt. Ja, gibt es auch. Beide haben lebenslang das grauenhafte Trauma ihrer Jugend und ihrer Kindheit im Stress der Nazi-Erziehung und in der Bombardierung des Ruhrgebietes verarbeiten müssen und verarbeiten. Und zwar beide in Paderborn. Arno Klönne seit 1950, dann in Marburg, im Geburtsjahr der Friedensbewegung. Eugen Treffelmann seit 1962, dem Jahr, in dem er trotz seines Engagements in der Friedensbewegung, das war dem Klerus sehr bekannt, und es erhoben sich tausend Bedenken, ob man diesen jungen, begabten Theologen hier studieren lassen könnte. Also er wurde aber dann doch noch ins Priesterseminar, knapp zwar nur, aber wurde er aufgenommen. 1978 wurde Arno Klönne von der Universität Paderborn Soziologieprofessor, also mein Kollege. Eugen Treffelmann, Privatdozent an der Theologischen Fakultät im selben Jahr. Verein haben sie sich seit den Ostermarschbewegungen im Widerstand gegen Gewalt, die Gewalt der Rüstungspolitik, gegen die ausbeuterische Seite der Industrie, gegen die Demütigung von Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft und in der römisch-katholischen Kirche und entschieden auch gegen die Erniedrigung von Flüchtlingen in Europa gewandt. Arno Klönne hat die hierarchisierte Parteigewalt der SPD, die merkwürdigerweise der katholischen Hierarchie gleicht,
Arno Klöne hat die hierarchische Parteigewalt in der SPD bekämpft, Eugen Drewermann den Missbrauch Gottes durch die katholische Theologie und durch die römisch-katholische Hierarchie. Es ist am Tag der deutschen Einheit eine große Ehre für diese Stadt und für die Universität Paderborn und für die Bundesrepublik, dass heute der analytisch kluge und gewaltfreie Widerstand, der die Namen von Arno Klöne mit Eugen Drewermann verbindet, gefeiert wird, am Wirkungsort von Friedrich von Spee. Dem Poeten, dem Aufklärer von der Aufklärung und dem ersten Therapeuten in Deutschland. Zu dieser Ehre gehört dieser Ort hier. Von hier wurde Drewermann 91 vertrieben von der Inquisition aus der theologischen Fakultät. Und hier hat er, nach hier, hat er für sein ganzes Leben an der Universität Paderborn das Recht erhalten, in ihren Räumen zu lehren, was er will. Das ehrt die Universität Paderborn. Und es ist so, das ist mir gut für die Kollegin, aber das ist die Schande der Theologischen Fakultät Paderborn bis heute. Ich habe ein großes Wissen darum, wie es genau zugegangen ist. Es ist unbeschreiblich. Das zweite ist aber eine ganz andere Werkphase. Das ist, man müsste eigentlich es überschreiben mit Aufklärung von 1992 bis 2016. Der Mut nämlich, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, das reicht nicht für Aufklärung. Es braucht auch den Mut, den wissenschaftlichen Verstand selbst zur Vernunft zu bringen. Die Vernunft ist die Heimstätte der Freiheit. Und Freiheit macht die Würde des menschlichen Wesens aus. Das heißt, ein doppeltes im Blick auf Herrn Drewermann. Nach seiner Verurteilung ist er dem Anliegen seiner Habilitation, auch dem theologischen Anliegen, und seiner Berufung als religiöser Schriftsteller erst recht treu geblieben. Er hat in knapp 14 Jahren alle biblischen Bücher des Alten und Neuen Testamentes der Bibel so kommentiert, dass es jeder Mensch verstehen kann, außer die Exegeten. Und dabei hat er die Methode einer aufgeklärten, aber therapeutisch wirksamen Auslegung herausgearbeitet. Da muss man einen Moment überlegen, was ist denn da passiert? Also nicht nur, dass alle diese großen Schriftsteller, die sie auch sogar Papst sein können, die Bibel gar nicht kommentiert hat, mit wenigen Büchern. Aber ihr Dissident hat das immer gemacht, was bis heute weiter immer. Aber worin liegt denn das Verdienst? Was ist denn geschehen? Da muss man sich klar sein, dass die historisch-kritische Methode, also die wissenschaftliche Methode, die Bibel zu verstehen, die Texte zu verstehen, wie sie entstanden sind, mit welcher Wahrscheinlichkeit die von ihnen berichteten Ereignisse stattgefunden haben, da muss man sich klar sein, dass schon eigentlich seit Benedikt Spinoza es klar ist, dass kein einziger Bericht von einem Wunder oder von einer göttlichen Maßnahme oder einem übernatürlichen Eingriff oder von einer Offenbarung oder von einer Information über Ereignisse in die Naturgesetze, Eingriffe in die Naturgesetze. Die ganze Wissenschaft hat kein einziges solches Faktum an den Tag fördern können. Kann sie doch gar nicht. Ist ja Wissenschaft, die mit dem menschlichen Verstand arbeitet. Von der Annahme des innerweltlichen Wirkens eines außerweltlichen Gottes ist als Resultat geblieben nichts. Einfach nichts. Die historisch-kritische Forschung, ihr Verstand, ist so atheistisch wie jeder wissenschaftliche Verstand, ist auch in Ordnung. Nur die Kritik an dem, der die Texte religiös verstanden, diese Kritik, die ist absurd. Die Folge dieser Erkenntnis ist seit der Verurteilung von Baruch Spinoza durch die rabbinischen Autoritäten in Amsterdam immer dasselbe geblieben. Die kirchlichen Machtträger,
die ihre Autorität und ihre exklusive sakramentale Vollmacht auf das innerweltliche, kausal innerweltlich gültige Handeln Gottes nach der Bibel begründen. Die verlangen von den Theologen, jetzt wird es ganz absurd, den Nachweis, dass die Bibel beweisen, dass sie die Autorität erhalten haben, allein darüber zu entscheiden, was Fakten sind, die die Bibel berichtet. Also zum Beispiel, dass der Papst unfehlbar ist. Oder, was weiß ich, dass Gott als Schöpfer eingreifen kann jederzeit in das Weltgeschehen. Ja? Das muss ein Theologe denen beweisen. Das sind also dann die Funktionäre Gottes. Wir haben früher, es gab ja früher die Stasi, ja. Und wir haben immer gesagt, die Kisi. Das hätten wir machen sollen. Da war ich glücklicherweise mit Herrn Rebmann und anderen gut, so gut bekannt, dass mir es nie gelungen ist, einen solchen Nachweis zu liefern. Ja, der Paderborner Privatdozent Rebmann hat in der Tat den historisch-kritischen Verstand aber zur Vernunft gebracht. Glaube in Freiheit, heißt sein Programm. Die Methode hat er gelernt, als er versucht hat, mit dem dogmatischen Wissen aus Paderborn und dem historischen kritischen Wissen aus Münster, den Menschen zu helfen, die Bad Driburg und die Paderborn depressiv, krank, verzweifelt, in Not waren. Das Ergebnis war katastrophal. Er hat das Leiden vermehrt. Und das hat er gemerkt. Und hat selber darunter gelitten. Und hat gemerkt, dass er selber Hilfe braucht. Das ist ja der Anfang der Weisheit. Das ist ja wie Sokrates, der weiß, dass er nichts weiß. Ein Mensch, der frei werden will, muss wissen, dass er unfrei ist. Und der Drehmann hat jahrelang bei Göttingen in dem Institut die Psychoanalyse gelernt. Und jetzt auf einmal gemerkt, dass ihm ja jede Bewegung aus dieser Kenntnis hilfreicher war als das ganze Tonnengewicht dieser dogmatischen Bände, die wir auswendig lernen sollten. Er braucht also einen Schlüssel. Und der Schlüssel für ihn, das erkannte er sehr früh, liegt in der Bildkraft, in der Vorstellungskraft von uns allen. Wir haben eine innere, schöpferische Kinokraft gleichsam. Der Homo sapiens hat sich im Lauf der Evolution eine Sprache geschaffen, die ihn aus seiner vollständigen Abhängigkeit von den Gesetzen der Natur gelöst hat. Und das war in der Achsenzeit der zwei vorchristlichen Jahrtausende, also Echenaton, Konfuze, Buddha, Zarathustra, Kyros, Deuteronomy, Sokrates, Jesus, um nur Maßgeber zu nennen. Da hat sich der Traum von der Menschlichkeit entwickelt. Der Traum vom Anstand. Ich weiß nicht, ob der Trump ein Faschist ist. Ich weiß nicht, ob er ein kapitalistischer Idiot ist, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er unanständig ist. Und das ist nicht menschlich. Der Traum vom Anstand, von der Güte, von der Freundlichkeit, von der Liebe, von der Solidarität gegenüber den Schwachen. Die Sprache dieses Traumes ist die Literatur. Ihre Begriffe sind die Symbole der Freiheit. Das heißt, unseres Verhältnisses zu den unmenschlichen Verhältnissen. Dafür gibt es Träume und Mythen und Märchen und Religionen. Die biblische Sprache wäre also eine der maßgebenden Symbolsprachen der Menschen. Die biblischen Texte sind maßgebende Symbolsprachen der Menschlichkeit, also des Anstands, der Freundlichkeit, der Gerechtigkeit und so weiter. Und daraufhin hat Brevemann das die ganze Bibel ausgelegt. Er hat also die Bibel der Herrschaft des Dogmas vollständig entzogen. Und jedem Menschen, der Hilfe braucht, zurückgegeben. Kirche hin und her. Es ist doch völlig egal. Nein, es ist besser, wenn es noch ein bisschen schneller geht, dass wir nicht mehr von Institutionen abhängig sind, wenn es um Religion geht, sondern von unserem inneren Bilderfluss und dem ungeheuren Schatz,
an Symbolen, die uns menschlich machen. Was das bedeutet, wird aber erst richtig deutlich, da wird es ein bisschen schwierig. Das wird erst richtig deutlich, wenn man das völlig Unmögliche bei einem Theologen mit in seine Überlegung nimmt. Denn Freiheit ist ja nicht etwas, was einem die Macht gibt, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das ist immer noch abhängig. Sondern Freiheit ist etwas auch nicht einfach Privates. Freiheit ist ein kommunikativer Vorgang. Das entsteht im Gespräch, das entsteht im Lieben, das entsteht im Verstehen von Menschen, die einander zuhören, die miteinander reden, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Abhängigkeit von den Naturgesetzen, von den kulturellen Bedingungen, von der Politik, den familiären Zwängen verstehen lernen, ist eine ungeheure Arbeit. Die Verächter des Menschen- und Tierfreundes aus Paderborn, die haben bis heute nicht begriffen, dass die vielen Bände zur Besprechung der Astrophysik, der Neurologie, der Evolutionslehre, der Biologie, dass dies dazu dient, uns die menschliche Freiheit bewusst zu machen, indem sie unsere Abhängigkeit von den Gesetzen seit dem Urknall bis heute vor Augen führt. Ein Christenmensch braucht dafür keine Bevormundung durch Autoritäten, die sich selber bevollmächtigen. Aber er braucht die Arbeit, deswegen eben ein Gymnasium wie dieses hier. Als Eltern darf ich jetzt noch dazu sagen, waren wir heilfroh, dass unsere Kinder hier waren, denn das war so gediegen konservativ, dass wir mit Leichtigkeit als liberal erschienen. Und die Kinder sind bis heute glücklich, dass sie hier waren. Das darf ich sagen, sie sind alle in der Schweiz. Das sind wirklich glücklich. Wirklich. Die Schulen waren besser. Das gibt das einzige Problem, sie reden so gut Deutsch, dass man sie als Deutsche verdächtigt. Es braucht also die Arbeit. Diese Gesetze, denen wir alle unterliegen, wie der Gravitation. Sie können ja ihren Karton da nach vorne tun, dann fällt er runter. Es ist nichts zu machen. Und wir haben alle Mühe, gerade aufzustehen. Wir unterliegen diesen Gesetzen. Aber es kommt darauf an, dass wir die Angst vor diesen Gesetzen verlieren und sie versprachlichen und das Potenzial an Menschlichkeit in ihnen zur Sprache bringen. Der Traum von der Menschlichkeit ist noch lange nicht realisiert. Auch wenn die in Märchen, Mythen und Träumen zum Vorschein kommende Geschwisterlichkeit. Wenigstens, denke ich, auf diesem aberwitzig kleinen Planeten Erde Vorarbeit. Insofern ist der Brennmann ein Vorarbeiter. Ja, kommt ja von Bergbau, ne? Gab es Vorarbeiter im Bergbau. Vorarbeit, ja, etwas an das Tageslicht bringen, das wir morgen brauchen. Der heutige Erde hat übrigens oft genug angedeutet, wer eigentlich der kleine Prinz ist. Eugen Drückmann. Biografisch darf ich anmerken, dass ich während der Monate der dramatischen Verurteilung des Paderborner Privatdozenten ganz verblüfft, also da war er gerade verurteilt, wir waren völlig hin und alles voll Presse, ein Riesenspektakel. Und wenn ich Zeit hatte, also wenn es ein Gespräch gab, was machte Eugen Drewermann? Gar nichts. Er war nur noch an einem interessiert, an Giordano Bruno. Ja, Naturwissenschaft. Und seine naturwissenschaftlichen und poetischen Sicht des Universums. So kann man der Abhängigkeit von Verurteilungen offenbar entgehen. Und ich komme zum Schluss, das Ende der Verhaftung. Das ist die dritte Phase. Das ist jetzt schon seit 1916 deutlicher geworden, obwohl es Vorarbeiten gibt. Geld kann man, wie Sie wissen, das hat schon die Antike formuliert, Geld kann man nicht essen. Ohne Geld kann heute in der Moderne kein Mensch mehr essen. Er kann medizinisch nicht betreut werden. Ich komme gerade aus Benin, 80% der Bevölkerung haben keinerlei Zugang zur modernen Medizin. Keine.
Und inzwischen kann auch niemand mehr mit jemand anderem kommunizieren, wenn er kein Geld hat. Nietzsche hat gemeint, für das moderne Verständnis von Gut und Böse müsste man sagen, dass das Geld der Wert aller Werte ist. Das ist der Wert, in dem es um in der Rhetorik der Werte geht. Geld. Für dieses Geld ist es wichtig, dass es als Möglichkeit besteht, mehr Geld zu erwerben. Dafür ist Geld da. Geld hat in sich gar keinen Sinn, aber man kann damit mehr Geld machen. Create again. Immer mehr nichts als die Möglichkeit, alle anderen für sich zu vermarkten. Und mehr in allen Bereichen alle anderen zu besiegen. Das ist der Sinn von Geld. Leibniz hat gesagt, Regimus nisi progrediamur. Wir fallen zurück, wenn wir nicht voranschreiten. Klar, das ist das Wesen dieses Geldes. Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts war es der Verbandskatholizismus. Antikommunistisch auf der einen Seite, antiliberalistisch auf der anderen, wie Arno Klöne immer wieder super genau analysiert wird. Es war der Verbandskatholizismus, der dann in der Weimarer Republik wirklich stark wurde und immer weniger Abhängigkeit gegenüber der Hierarchie zeigte, war immer lockerer. Es war dieser Verbandskatholizismus, der den Demütigungen und den Verbrauch der Arbeiterschaft durch den Kapitalismus sich entgegengestellt hat. Daraus ist seit den 50er Jahren in der Bundesrepublik die entklerikalisierte christliche Partei hervorgegangen, welche die soziale Marktwirtschaft aufgrund der christlichen Soziallehre in Deutschland hat durchsetzen helfen. Arno Klöne war ihr bester Kenner. Er hat das progressiv Befreiende an dieser Bewegung und das reaktionär Unterdrückerische an ihr glänzend durchanalysiert. Ich habe alles, was ich darüber weiß, von Herrn Klöne gelernt. Herr Trevermann führt gegenwärtig, wenn ich recht sehe, die christliche Kapitalismuskritik mit der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie so zusammen, dass die Wurzeln freigelegt werden, nämlich die Wurzeln der Entfremdung in der Massengesellschaft und in der Psyche der zerstörten Seelen. Es wäre naiv zu glauben, dass er das gemacht hat und jeden Tag weitermacht und die ausbeuterische Seite des Kapitals deswegen so heftig kritisiert. Es wäre töricht zu glauben, dass er das macht wie andere, um daraus indirekt doch noch ein Restbeständchen der Beherrschung aller Lebensbereiche durch den Klerus oder durch Religion zu retten. Das ist es nicht. Dazu ist dieser Mann hier zu radikal. Es geht nicht um die Bewahrung eines Fleckens oder einer Institution oder was er da erreichen möchte. Wie er vorher gefragt wurde im Interview, natürlich sind Sie enttäuscht, möchten Sie was erreichen? Also, natürlich nicht, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, zuerst einmal zu verstehen, was die Welt nicht weiterleben lässt und den Menschen in mir, die menschliche Psyche in mir verletzt. Es geht nicht um die krude Abschaffung der ökonomischen durch Kapital regulierten Wirtschaft. Es geht um die Einsicht in die Erniedrigung aller Menschen und um die Ausbeutung der ganzen Natur durch den totalitären Mehrwertkapitalismus und um die Analyse seiner Destruktivität. So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Es ist die Angst vor nichts als vor der eigenen Nichtigkeit, die Menschen abhängig macht vom Besitz, ihnen vorgaukelt, es gäbe irgendetwas Dingliches, das man vielleicht sogar kaufen kann, das sie von dieser Angst erlösen könnte. An genau dieser Stelle werden Buddha und der Galiläer zu Brüdern. Sie erkannten beide, was das Anhaften am Endlichen, an dem Verdinglichten, am Besitz, am Geld bedeutet. Die Verhaftung in den engen Kreislauf des Besitzbaren schließt die Tür zur Menschlichkeit und zu einem Leben in Freiheit. Wer immer mehr besitzen muss, um sich selbst zu werden, verliert sich mehr und mehr. Das macht noch mehr Angst.
Und um diese Angst zu lindern, um sich, wie der Sprachgebrauch der reaktionären Rechten lautet, um sich zu sichern, safety first, wird der andere, der Fremde, der den eigenen ständigen Mehrbesitz bedroht, zum Feind. Er muss also der Möglichkeit nach vernichtet werden können. Er darf niemals in das eigene eindringen, in das Nationale oder in den freien Westen. Dafür gilt die permanent sich steigende Rüstung als Beruhigung und als Identitätssicherung. Es stimmt, dass an diesem Punkt der kindlich anmutende Glaube des heute Geehrten sich jeder Verspottung von so etwas wie Feindesliebe entgegenstellt. Das ist etwas schwer auszusprechendes, etwas sehr Intimes. Ich denke, das sage der Roman. Die Feindesliebe liebt und praktiziert. Das Vertrauen in der Endlichkeit, von der unendlichen Liebe getragen und umfangen zu sein, so wie der Galiläer sich gehalten wusste, in Gottes Hand, befähigt auch in Eugen Drewemans Werk und Person zum Widerstand gegen die Gewalt von Rüstung, von Militarisierung und von Kriegspolitik. Diese Logik, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, diese Logik ist einfach. Schön. Ich danke Ihnen. Leid. Ich weiß, dass ich mein Thema ein bisschen verfehlt habe. Ich hätte nämlich eine Laudatio halten sollen. Und eine Laudatio nach römischem Verständnis ist das der Lobpreis einer Person. Das wäre peinlich geworden. Aber es gibt eine Sprache der Laudatio, das machen die Engel im Himmel und die Laienmusiker, die ich gerne zum Klingen bringen würde, auch noch aus einem besonderen Grund. Das ist dann wirklich eine Laudatio. Sie müssen entschuldigen, man hat mich hier immer Laientheologe genannt, obwohl es das Einzige ist, was ich verstehe. Aber ich bin wirklich Laienmusiker, das ist richtig. Ja. Davon verstehe ich also gar nichts. Dass ich jetzt das Stück gewählt habe, das ist das Presto aus der ersten Sonate von Johann Sebastian Bach. Und das hat ein ganz einfaches Thema, aber wirbelt das so von unten nach oben und durch, auf alle Seiten, ohne jedes Ende, dass es ist wie das Lieblingsthema von Eugen Drewemann, die Auferstehung von den Toten. Thank you.
Thank you.